Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Heute sind wir hier im Passagetreff. Wir freuen uns, zeigen Ihnen gleich weitere Eindrücke. Vorher erst mal ein bisschen Zucker im Café. Habt ihr eigentlich was im Tee? Prost. Zucker im Café und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat. Und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Ich habe mal einen Mann gekannt, der ist als Held um die Welt gerannt. Mit dem Ozean, da kam ein Haifisch an, den fing er mit einer Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste Weg, ja, und da meinte Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor, das ist wunderbar, Senor. Bärenstark hier im Passagetreff, übrigens voll vermietet. Es drohte, einen Laden leer zu gehen, aber jetzt ist er wieder voll. In 8 Tagen hat der junge Mann aufgebaut, die Rede ist von Peter Schönberg. Das ist sein Laden hier, wir schauen mal einmal. Wie gefällt es dir, Patricia, so erster Erscheinungsbild? Ja, ich muss sagen, super. Und in 8 Tagen so schnell alles aufgebaut, muss ich sagen, top Leistung. Der Mann, keine Augenringe, aber ein bisschen doch, weil Tag und Nacht hat er gearbeitet. Peter Schönberg, heute hier in 8 Tagen habt ihr diesen Laden gestaltet. Ein Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Vor 8 Tagen haben wir uns zusammengetroffen und dann kamen wir doch dazu zu sagen, wir machen diese kurzfristige Aktion und haben mal diesen Flagship-Store hier irgendwie aufgebaut halt. Ne? Was habt ihr Schönes? Was kann man? Geschenkartikel sicherlich auch. Du hattest mir mal gesagt, etwas später kommen Luftballons dazu. Genau. Luftballons mit Tieren, wie geht das? Mit Tieren nicht, aber wir kriegen so große Geschenkeluftballons, die kannst du individuell befüllen lassen halt. Wir werden gleich mehr erzählen, was es noch alles so Schönes gibt in diesem neuen Shop. Vorher schenk mir einen bunten Luftballon. Passt doch, Geschenkeartikel nur bei dieser Firma. 360? Nein, digitaldruck360grad.de. Kauf dir einen bunten Luftballon, nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland. Kauf dir einen bunten Luftballon, hellblau, lila oder grün. Und er wird dich, eh du's denkst, zum Lohn in das Land der Träume ziehen. Geschenkartikel hochgradig, Luftballons haben wir gerade schon musikalisch angetrailert. Wir werden gleich mal die Eindrücke zeigen, lieber Peter. Komm ruhig ein bisschen näher. Was hast du hier Schönes? Erzähl mal. Das ist zum Beispiel eine von unseren Geschenketassen. Man sieht halt auch von der Qualität her, das ist gestochen scharf. Und das ist, kannst du 3000 Mal in die Spülmaschine packen und das geht nicht ab. Das Gute ist dabei, so eine Tasse kostet 9,90 Euro bedruckt. Ich kann also theoretisch meine Ex-Frau darauf drucken lassen. Ja, und du kannst an den Wand schmeißen. das hast du jetzt gesagt. Da würden wir jetzt fast Genghis Khan bringen. Nein, also schmeiß die Gläser an die Wand, wollen wir noch lange nicht machen. Michaela Schäfer war auch schon mal hier. Ja. Diesmal am 30.04. ist Patricia und legt hier kräftig auf. Deine Frau legt ja auch auf, ne? Und wie heißt sie eigentlich? Meine Frau ist Annike Ekiner. Die legt jetzt seit 2 Jahren aktuell auf und geht dieses Jahr auf Clubtour mit dem Guru Josh Projekt, was man damals aus 2008 mit Infinity kennt. Die hatten 4x Platin, 7x Gold gehabt und da geht im April die Clubtour los.
Nach so viel Club kommt einmal kurz Michaela und danach nochmal natürlich Patricia vom Oktoberfest, denn die ist am 30. hier im Passagetreff und legt die 90er und 2000er auf. Wir gehen mal rein und schauen uns da um. Jetzt kommt der Endspurt. Jetzt werfe ich auch noch meine Schlüpper raus. So, wer werden Schlüpper haben? Alle Hände hoch. In Chicaria. Jeder sprüht ein Superstar und saugt ein Shampoo an der Bar in der Chicaria. Jetzt sind wir im Laden angekommen. Peter Schönberg sagt, die Preise hat er schon da, die werden wir gleich nicht einblenden. Aber zumindest seid ihr unschlagbar. Ihr seid recht günstig, ne? Wir haben das Prinzip, wir fahren die Online-Preise im stationären Handel halt. Also, im Passagetreff ein Zieher. Übrigens, alle Geschäfte sind ja jetzt vermietet. Hier sind die Online-Preise. Und man kann es gleich mitnehmen, muss nicht auf den Postboten warten. Wir haben die Glücksfee hier, Patricia, die am 30.04. hier im Passagetreff auflegt. Die kann was gewinnen. Was kann sie gewinnen? Du kannst heute hier gewinnen Tassen, Doppel-CDs von Charity for Life. Die hat unsere Plattenfirma produziert mit ganz vielen Künstlern in Deutschland, sind ich glaube insgesamt 40 Tracks drauf und die Kompletteinnahmen auch aus GEMA und Tantiem gehen alles an einen guten Zweck für Kinder in Notsituationen. Man gibt dem Mann ein Mikro und der macht die Show. Jetzt wird Patricia drehen, mal sehen, ob sie eine Tasse gewinnt. Dreh mal bitte einmal, Patricia. Ach Doc, was ist das? Hey, eine Fototasse, so schnell geht's hier zu. Patricia, du hast diese wunderbare Tasse gewonnen, die ist noch blanko und da ist ein Gutschein drin, ja. Und mit dem kommst du wieder, ein Foto oder ein Bild von dir, wir drucken das drauf und dann kannst du da schön jeden Tag deinen Kaffee. Du druckst sowieso mein Bild drauf. Wolltest du was anderes sagen? Wolltest du mein Bild drauf drucken? Natürlich. Also Tasse hat sie schon mit. Wir haben nicht alle Tassen im Schrank, das haben wir eben gerade festgestellt. Jetzt haben wir was Musikalisches aus der Passage, denn wir hatten hier auch mal hohen Besuch. Und welcher hoher Besuch das war, zeigen wir Ihnen jetzt. Ich sitze im Sessellift und freue mich schon. Nur noch ein Stückchen bis zur Bergstation. Dort gibt's noch sehr viel zu erklimmen. Ich brauch den Auerhahn, die gab's das Reh. Bergwelt-Idylle und ewigen Schnee. Natur ganz nur ganz nah am Himmel. Und so brech ich mir das Edelweiß. Dann kauf ich mir ein Eis. Also, ihr habt täglich auf, ist das richtig oder habt ihr auch mal Feiertag? Ja, sonntags haben wir zu. Ne? Es kann durchaus möglich sein, dass hier mal ganz kurzfristig geschlossen ist, weil wir sind alle in der Feuerwehr. Und dann kann es durchaus mal sein, dass wir weg sind. Aber dann ist so ein kleines Schild und wir kommen wieder. Der Mann redet mich schwindelig, deshalb sage ich Musik ab, Erkennungsmelodie. Wir zeigen jetzt mal dem Laden. Luftballons nächste Woche haben wir schon eingespielt und diese Artikel bekommen Sie bei ihm. Erkennungsmelodie, bitte ab.
Wir haben gerade in unserer Erkennungsmelodie auch dieses große Bild gesehen. Was hat das eigentlich auf sich? Das Bild da hinten, das ist eine Fototapete, ist auf Vlies gedruckt, mit unserem Großformatdrucker. Da kannst du halt auch dir dein Lieblingsfoto aussuchen und bei dir auf die Wand tapezieren. Faltenfrei, ganz einfach, ganz easy. Einfach Kleister auf die Wand, Ding ran, klatschen, fertig. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sehen wir deine Frau als die Jane sozusagen. Die legt auf und das tut sie jetzt speziell zur Neueröffnung, denn es ist gleich in 2 Minuten soweit, legt sie auf. Bitte jetzt, Frau die Jane, der Name lautet? Annike Ekina. So viel Zeit muss sein. Ich war im Dschungel, ich habe das Dschungel-T-Shirt, ist ein bisschen eingelaufen, meine Damen und Herren. Du magst keine Spinnen, ne? Sie hasst Spinnen, ich pack's mal weg. Wir sagen tschüss auf jeden Fall, bis nächste Woche. Am 30. spielt sie hier im Passagetriff bei Besserer Sonne, Französische Sonne bringen wir mit. Und du hast dann welche Titel drauf? 90er bis 2000. Also, wenn es 2010 wird, schaffen wir es auch. Viel Spaß, schlafen Sie gut, gute Nacht, was sagst du? Bonne nuit. Tschüss.